Begrüße ich heute Paul Brandenburg bei mir. Ich spreche mit ihm über den Zustand des deutschen Rechtsstaats. Sei gegrüßt. Grüß dich, Konstantin. Danke für die Einladung. Du betreibst ja die zwei Kan beziehungsweise betreibst ja den YouTube-Kanal Paul Brandenburg und die Website Paul Brandenburg. Und ja, da habe ich in letzter Zeit gehört, dass du aus Deutschland ausgewandert bist. Wieso hast du das denn, wieso hast du jetzt diesen Schritt ergriffen? Ja, ich hatte knapp 60 Gründe in Form von Ermittlungsverfahren wegen im Wesentlichen, was immer, 188 StGB. Auf Deutsch Majestätsbeleidigung, auf Rechtsdeutsch Verächtlichmachung und Beleidigung politischer Figuren oder irgendwie sowas. Ein neuer Paragraph, den es seit, ich will nicht lügen, ich glaube rund 2 Jahren gibt, und der besagt, dass alle politischen Personen ab der Ebene irgendwelcher Kommunalbeamten, die ja Witze hören über sich, die ihnen nicht gefallen, das ist praktisch eine Verächtlichmachung. Bisher ist da, glaube ich, niemand verurteilt worden, ich vor allem auch nicht, aber die Anzahl der Ermittlungsverfahren türmt sich, und mit denen verbunden sind dann so spaßige Dinge wie Hausbesuche morgens um 5:30 und Beschlagnahmung von Computern und solche Sachen. Und es reichte mir jetzt nach rund 3 Jahren, muss man sagen, weil es sich dann auch aufs Privatleben auswirkt. Du musst irgendwann so viel Zeit in die Logistik investieren, dafür sorgen, dass deine Studios und so, schöne Pseudo-Geschichten wie hinten gibt es nicht überall, das ist natürlich alles Fake jetzt mit dem Riesending, aber dass dein Material sozusagen sicher ist. Du fängst an zu überlegen, okay, wo kann ich jetzt noch einen Server hinstellen als Backup-Lösung, und wo habe ich noch eine Kamera und eine Akustikausrüstung, die sie mir dann nicht wegnehmen können. Dir muss ich nicht erzählen. Das geht dann gewaltig ins Geld. Und wenn du nicht gerade viele Zehntausende ständig überwiesen kriegst aus Russland, was uns ja unterstellt wird vom Team, was aber leider nicht der Fall ist, dann muss man echt gucken. Und ehrlich gesagt, am Ende, ich wollte auch nicht mehr. Also mich dem immer auszusetzen, mein Arbeitsalltag, mein Leben danach auszurichten, wo mich jetzt Behörden wieder schikanieren. Jetzt bin ich mit dem Lebensmittelpunkt im Ausland, mit meinem Arbeit- und Privatleben und halt sehr häufig zu Besuch, formal juristisch, aus Arbeits- und Familiengründen, und bin deswegen im Prinzip immer unterwegs. Aber das gibt mir, bei aller Unruhe, die ein Leben auf der Reise mit sich bringt, gibt mir erheblich mehr Ruhe. Weil wenn ich hier zu Hause im Auenland bin, dann mache ich die Tür zu. Wenn Polizisten kommen, dann lächeln die nett und winken und wollen nichts von mir. Also da sind dann Polizisten bei dir zu Hause vorbeigekommen und haben alle internetfähigen Geräte beschlagnahmt, wahrscheinlich zur Ja. Beweissicherung. Ja, ne, das war ja vor mittlerweile 2 Jahren. Das war ja wegen des Vorwurfs der Kriegswaffen, des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Also mir wurde vorgeworfen, ich würde mit Sturmgewehren Milizen ausbilden, um den deutschen Staat zu unterwandern, die Regierung zu stürzen. Du lächelst leicht. Also sagen wir so, ich wünschte mir, irgendjemand würde das tun, muss ich dir ehrlich sagen, aber ich gehöre nicht dazu. Und ein paar, die das angeblich ja gemacht haben, die Relatoren Reus Plutscher, die stehen ja jetzt vor Gericht. Eine Nummer, die mir ähnlich abstrus vorkommt, aber im Endeffekt, nach Stand meiner Ermittlungsakte zu dem Fall, sagt selbst die Kriminalpolizei Berlin, die Kriegswaffen hat es nie gegeben. Der Vorwurf, das war ein böswilliger Ex-Mitarbeiter von mir, der einfach böse war auf mich und mir irgendwas vorwerfen wollte, und ja, ist nichts dran. Trotzdem schließen die diese Ermittlungen nicht, führen die immer weiter und verbinden die mit den gerade genannten Fällen von Majestätsbeleidigung. Also man könnte das Justizterror und politische Verfolgung nennen, aber das wollen die Behörden nicht. Du hattest eine Waffe, die du legal besessen hast, oder? Mehrere. Ich bin Sportschütze. Seit ich 18 bin, hatte ich mehrere Langwaffen, also Gewehre und einige Pistolen. Und seit ich 18 bin, gehören die mir. Seit ich 14 bin, schieße ich damit. Also das wussten die. Spaß am Rande. Ich war ja auch für den Polizeipräsidenten Berlin, also das LKA Berlin, Vertrauensperson und war in sicherheitsrelevanten Einsätzen mit denen. Also das wussten die alles sehr, sehr lange. Ich hatte viele Sicherheitsüberprüfungen hinter mir. Und plötzlich fiel denen dann halt ein mit Corona, ich sei eventuell gefährlich. Ja. Ja, ich hatte ja schon gesagt, ich verfolge so ein bisschen das, was du machst. Und ja, dazu hast du in der Vergangenheit eigentlich nie aufgerufen. Also, wie kommen die dann auf Nee. sowas? Ja, das musst du dann die fragen. Also tatsächlich habe ich einen Brief bekommen, auch von der Waffenbehörde, das ist ja mal eine getrennte Instanz, ne? Die haben parallel zu diesen Strafermittlungen mir erklärt, also meine Waffenlizenzen werden jetzt widerrufen. Es gibt ja bestimmte Dinge in Deutschland allerdings nur, da muss man eine, wie heißt das, eine Zuverlässigkeitsüberprüfung des Staates mit sie machen lassen. Das heißt wirklich so, das heißt, der Staat schätzt ein, wie zuverlässig ist der. Und das ist ein weiter Begriff, da wird dann der Geheimdienst gefragt, was dabei rauskommt, wird ja gar nicht gesagt. Da heißt dann, oder, und was auch immer die sagen, das erfährst du nicht.
Dann werden andere Stellen gefragt, sowas wie das Kraftfahrtbundesamt. Da wird dann geguckt, wie viele Punkte hast du in Flensburg. Ja? Ich bin ja auch Pilot, dafür wird das auch gemacht. Da prüft man noch in Form der deutschen Luftfahrtbehörden gerade, ob man mir in Deutschland vielleicht diese Luftverkehrszuverlässigkeit entziehen möchte. Ist mir mittlerweile egal, ich bin als Pilot nach Österreich ausgewandert mit meiner Lizenz. Also an allen Stellen, wo der Staat sozusagen die Möglichkeit hat, eine Form von, naja, sagen wir, Zuverlässigkeit irgendwie reinzubauen in so eine Erlaubnis, in so eine Erlaubnissituation, da kann er einem in so einem Moment Druck machen. Und eine Behauptung war von dieser Waffenbehörde, Achtung, da muss man genau hinhören, diese Formulierung war schön, es sei zu befürchten, dass ich meine Vorstellungen, die außerhalb der Rechtsnorm liegen, auf nicht legalem Wege durchzusetzen suche. Da muss man jetzt viel hineininterpretieren. Da steht nicht direkt, wir unterstellen Ihnen, dass Sie mit einer Pistole irgendwo ins Amt rennen und da rumschießen, aber das dürften die wohl meinen, ja? Und man hat natürlich nicht den geringsten Anhalt. Ich habe in meinem ganzen Leben, also seit ich ein kleines Kind bin, habe ich Schusswaffen um mich rum, komme aus einer Familie von Jägern und Sportschützen. Also hätte ich an einer Stelle irgendwo mal als Halbstarker damit umgewedelt und gedroht, ja, dann ist Sense, dann wird alles weggenommen und nie wieder kriegst du irgendwas. Du bist ja unter permanenter Beobachtung in so einem Fall. Also da man da halt nichts hatte gegen mich, kam man dann, meine Vermutung, mit solchen sehr schwammigen Formulierungen und versucht mir das irgendwie zu unterstellen. Ja, bis heute klappt es nicht. Und Spoiler, ich glaube auch nicht daran, dass es was bringt, zur Gewalt aufzurufen. War das die Staatsanwaltschaft, die das dann in die Gänge geleitet hat? Ja, also es waren zwei Behörden. Es war die Waffenbehörde in Berlin, das ist auch die Kriminalpolizei, die ist die Waffenbehörde. Die hat diese waffenrechtlichen Sachen gestartet und die Staatsanwaltschaft in Form der Generalstaatsanwaltschaft sogar, also des höchsten Staatsanwaltes von Berlin, die hat dann wegen der Strafvermittlung in Kriegswaffensachen mir die Tür eintreten lassen. Wiederum vom SEK der Polizei Berlin. Also es waren diese beiden Behörden zusammen. Sie haben, ich glaube, mehrere tausende Seiten Akten inzwischen angefüllt mit dem ganzen Vorgang. Es blieb am Ende nichts bei hängen, abgesehen von einer Ordnungswidrigkeit, wo ich also irgendeinen Formfehler mal begangen haben soll, der irgendwie 20 Euro kosten soll. Ansonsten ist da nichts, aber Gesamtschaden bisher so an Anwaltskosten und zerstörten Dingen, beschlagnahmten Geräten, über 30.000 Euro. Müssen die dir das nicht ersetzen, wenn sie es zerstört haben, beziehungsweise wenn sie die Prozesse verlieren? Nee, das ist auch irre, ne? Willkommen im Rechtsstaat Deutschland. Also, es kommt darauf an, sagt der Jurist und sagt auch meine Anwältin. Sie müssen, wenn das am Ende alles eingestellt wird, ja, mangels Beweisen und sonst was ich weiß, das heißt dann irgendwie, ich glaube, 170, StPO 170 ist dann der Paragraph, dann müssen sie direkt erlittenen Schaden, also zerstörte Türen und solche Dinge, das müssen sie dann ersetzen. So, da sie mir jetzt über viele Jahre meine Sport- und Jagdwaffen entzogen haben, dafür kriege ich keine Form von Entschädigung. Und meine Anwaltskosten dann auch nur gedeckelt bis zum Betrag XY. Also das dicke Ende kommt noch. Wenn ich das dann weiß, sage ich es auch gerne alles detailliert. Aktuell kann ich nur spekulieren. Ich muss dann umgekehrt den deutschen Staat verklagen auf Wiedergutmachung. Und sagen wir so, bei der Erfolgsrate, die ich gerade habe im Rechtsstreit mit dem deutschen Staat und der leichten Parteilichkeit der Richter, habe ich da nicht so viel Hoffnung. Du hast von den mittlerweile über 60 Strafverfahren gesprochen, die größtenteils diesen Paragraphen Beschimpfung von Politikern betreffen. Ja, Beschimpfung, also Verächtlichmachung und Beleidigung oder so ähnlich heißt das, 188 jetzt. Dann sind noch ein, zwei Fälle von Verunglimpfung des Bundespräsidenten. Das wurde dann immer ganz schnell eingestellt. Den habe ich nie verunglimpft. Ich sage immer wieder, Frank-Walter Steinmeier ist ein fürchterlicher Faschist. Aber das verunglimpft ja nicht das Amt des Bundespräsidenten, sondern ich sage, Steinmeier selbst verunglimpft dieses Amt. Würde ich jetzt sagen, der Bundespräsident an sich ist XY, das wäre diese Straftatbeständigkeit. Die Überzeugung bin ich gar nicht. Genauso wie ich auch keine deutschen Flaggen verbrenne zum Beispiel. Ich finde das albern. Also da würde mich da auch nicht aufregen, aber ich finde das blödsinnig, das zu tun. Also all die Dinge, die ich da mache, sind ja erlaubt. Entsprechend bin ich auch noch nirgends wirklich angeklagt worden dieser Dinge. Aber man macht eben ein Ermittlungsverfahren nach dem anderen. Und das führt dazu, dass die Polizei dann sagt, die führen mich offiziell beim BKA als politisch motivierten Straftäter. Das ist meine offizielle Akteneinstufung. Die steht gleich draußen drauf. Ja. Und dann steht im Indikativ, er hat folgende Straftaten begangen. Also da wird dann in der Ist-Form behauptet, was mir unterstellt wird. Der absolute Wahnsinn. Ja, ist eine glatte Lüge. Hast du es eigentlich schon mit dem Verfassungsschutz zu tun bekommen?
Ja, mit beiden. Wenn wir sagen, das Blues Brothers, nicht? Wir spielen beides, Country und Western. Also in meinem Fall sind zumindest der Landesverfassungsschutz Berlin und der Bundesverfassungsschutz, also das Bundesamt für Verfassungsschutz, die Ex-Maaßen-Behörde, der Haldenwang, also höchstpersönlich mit seinen Truppen. Beide beobachten mich, das mussten sie jetzt zugeben. So viel verlangt dann das Datenschutzgesetz. Der Geheimdienst muss einem also mitteilen, dass er einen beobachtet. Dann muss er einem auch mitteilen, was er über einen weiß, was nicht seine Arbeit gefährdet, Zwinker, Zwinker. Du kannst dir also vorstellen, es sind von allen Dingen, die er weiß, so ein paar alte Adressen und eine Telefonnummer. Und dann steht da so eine Standardformel. Alle übrigen Informationen können wir Ihnen aus Sicherheitsgründen für die Bundesrepublik Deutschland nicht mitteilen. Die Gründe dieser Einschätzung können wir Ihnen ebenfalls nicht mitteilen. Also, was die nun genau haben, kann ich nicht sagen. Aus Informantenkreisen innerhalb der Sicherheitsbehörden kann ich sagen, die zapfen 24/7 meine Telefone ab, überwachen meine Internetleitung, so sie denn können, fangen E-Mails ab und tracken meinen Standort, wenn ich mich in Deutschland befinde, auf Basis meiner Mobilfunkdaten. Das ist krass. Hast du irgendwelche Kontakte mal zu irgendeiner verfassungsfeindlichen Gruppierung gehabt? Wahrscheinlich nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste, muss man ja sagen. Weiß ich, was du so hast, ne? Weißt du, wen du kennst in deinem Bekanntenkreis, der irgendwelche, also nein, ich war ein ganz schrecklich langweiliger Schüler. Ich war früher mal konservativ, so wie das scheint ja so zu sein. Entweder bist du in der Jugend Kommunist und wirst konservativ im Alter oder umgekehrt. Bei mir ist es vielleicht umgekehrt. Ich war eher so ein, ja, ich war mal FDP-Mitglied, jetzt ist es raus, ja. Also ich war mal FDP-Mitglied vor langer Zeit, war immer so ein John Stuart Mill-Liberaler und war immer der Meinung, der Staat soll sich aus Privatleben raushalten. Das ist nicht sehr staatsfeindlich. Ich war nie Antifa-Mitglied, Aktivist. Ich war auch nicht auf der anderen Seite. Ich war nie Nazi-Mitglied und auch nach meiner Sicht war ich auch nie Nazi in der Ideologie. Also ich habe zu keiner Zeit bewusst irgendwie Kontakt gehabt mit so einer Gruppe, auch nicht mit irgendwas Reichsbürgerartigem oder so. Nicht, dass ich mich damit jetzt distanzieren will. Ich sage nur, ich weiß da nichts davon, dass ich da irgendwo, ich war weder bei einem Treffen noch in einem Konzert oder sonst was. Ja, also da ist wirklich komplett gar nichts. Aber auch da würde ich sagen, wer weiß, was die sich zusammenzimmern, ja. Nee, womit ich mit der, worauf ich mit der Frage hinaus wollte. Wir können mit Sicherheit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Verfassungsschutz dich beobachtet wegen der Äußerung, die du jetzt während der Corona-Pandemie getätigt hast und nicht wegen irgendwas, was davor war. Ach so, nein, das steht auch in den Akten tatsächlich drin. Also, dass ich auch in bereits in den Akten der Polizei, der Beschuldigte oder der Zielperson ist unauffällig gewesen und seit 2020 häufen sich im Zuge der sogenannten Corona-Maßnahmen, sagt selbst die Polizei so. Der Verfassungsschutz hat es nicht so wörtlich in die Akte geschrieben. Der sagt auch nicht, seit wann er mich beobachtet. Aber ich hatte, sagen wir, vor 2019 mich nicht öffentlich irgendwie politisch-publizistisch engagiert. Davor habe ich ja, wenn du recherchierst, siehst du mal ein Buch geschrieben über das Gesundheitssystem. Das hat auch schon vielen nicht gepasst, aber das hat noch nicht für den Verfassungsschutz gereicht, wie es scheint. Ja, aber du warst schon in der Öffentlichkeit, du wurdest ja auch in Talkshows und so eingeladen. Aber Genau. da ist nichts passiert, weswegen er dich jetzt irgendwie ins Visier genommen haben könnte, sondern es liegt mit den Äußerungen, die du seit 2020 getätigt hast. Davon gehe ich doch schwer aus, ja. Also ich war davor war ich als ich war noch Wehrdienstleistender. Ich habe ja für diese Clown-Armee tatsächlich mal im Ausland was gemacht. Dafür gab es dann auch Orden und das war sicherheitsrelevant. Ich war im Prinzip Propagandasoldat, kann man sagen. Das heißt, ich habe da eine als Wehrdienstleistender. Ich war da nie freiwillig, wurde eingezogen. Ich wollte auch schnell wieder raus, aber weil ich mich dann da war bei der Luftwaffe, ich fand es furchtbar langweilig. Ich habe gesagt, Mensch, schickt mich irgendwo hin. Ne? Ich war jung und blöd. Da haben sie mich in den damaligen Jugoslawienkrieg geschickt, also dann nach Norditalien wurde ich dann geschickt, da war nämlich die Luftwaffenkontingentierung und habe da als Stabssoldat Pressearbeit gemacht. Tatsächlich war das interessant, das war augenöffnend, das hat mir gezeigt, dass die Bundeswehr eine, ja, eine Kompanie der US-Armee ist. Das hat man da auch ganz klar gesehen, ja, das wurde alles gesteuert und ganz offiziell wurde das, kamen die Einsatzbefehle und auch die Informationen jeweils von amerikanischen Militärgeheimdiensten. Und in dem Zuge hatte ich bereits Kontakt zum militärischen Abschirmdienst, zum Military Intelligence Arm der Amerikaner. Die kommen ja dann an und sagen, guten Tag, wir sind von einer Agentur, die es gar nicht gibt und wir müssen mal fragen, wo waren Sie dann und dann? Also ich wurde sozusagen sicherheitsüberprüft im Rahmen meiner Militärzeit und dann später auch im Rahmen meiner Polizeiarbeit für das LKA Berlin, weil ich als Arzt Abschiebeflüge von Gefährdern beispielsweise mitgemacht habe, also von terrorverdächtigen, islamistisch terrorverdächtigen Menschen in Regionen, in die wir offiziell gar nicht abschieben. Also ich war da an Orten, wo wir nie waren, tatsächlich angeblich. Und in all diesen Fällen bekommt man mit dem Staatsschutz und mit diesen Stellen zu tun, ja. Da sind die aber noch da auf der guten Seite, ne? Da ist man dann deren Freund. Und du erlebst dann, wenn, also ich habe das seit 2020 dann erlebt, plötzlich kommen die gleichen Leute und haben dich nie gesehen.
Das ist wirklich wie bei 1984. Ne? Wer sind Sie? Sie sind doch gar kein Arzt. Allen Ernstes hat dann der Polizeipräsident Berlin, also die Berliner Polizei, mir vorgeworfen, ich gebe mich als Arzt aus und es sei gar nicht gesichert, ob ich Arzt sei. Ich habe wirklich dieses Schreiben da hingelegt und auf die andere Seite dann den Vertrag, den ich mit dem Polizeipräsidenten Berlin habe, als Arzt für solche Abschiebeflüge. Da erlebst du dann, wie so ein Bürokratieapparat, wie bei Kafka, ja, von gut auf böse schaltet und plötzlich bist du eben der Feind. Ich fand das, was du davor erzählt hast, auch total interessant. Wir haben in Länder abgeschoben, in die wir offiziell nicht abgeschoben haben. So ist es. Also auch da, ich habe entsprechende Verträge unterschrieben. Es gibt da Geheimhaltungsgeschichten. Ich kann jetzt nicht sagen, wann und wo das, wie das war, aber ich kann sicherlich sagen, ich kam zurück aus einem Land, weit, weit weg, hunderttausende Kilometer, würde Frau Baerbock sagen, landete, machte dann noch damals noch den Fernseher an und sah dann den damaligen Berliner Innensenator Geisel, wie er gerade erklärte, in so ein Land würde Berlin niemals abschieben. So interessant, ja, aus dem komme ich gerade. Das war wirklich, ja. Es handelte sich dabei um eine Handvoll Menschen, die, also wir haben alle Skimasken aufgehabt, diese Vermummungsmasken, und es waren eine Handvoll arabisch klingender Menschen, denen Terrorgefahr vorgeworfen wurde. Was da dran ist, weiß ich nicht. Ich war eben als Arzt, ich fliege immer Arzt begleitet, zur Sicherheit aller Beteiligten, und das habe ich damals gemacht, ja. Auch dieses Gefährder, das war ja damals schon eine interessante Kategorie, als das eingeführt wurde. Ich meine, Gefährder, das unterstellt der Staat Menschen, dass sie was wahrscheinlich vorhaben könnten, ohne da Beweise vorzuhaben. Also da hat man ja auch schon gesehen, dass der Rechtsstaat nach und nach erodiert ist, also schon in den letzten Jahrzehnten. Du sagst es, und tatsächlich blicke ich auch ich jetzt natürlich nach der Zeit skeptisch auf das zurück, was ich da getan habe. Ne? Man muss mir jetzt ganz vieles differenzieren. Ich bin nicht gegen Abschiebung, das muss ich grundsätzlich sagen. Ich bin nicht für offene Grenzen, ich bin nicht für alle rein und jeder darf bleiben. Dickes, dickes Aber. Das ganze Rechtsinstitut des Gefährders, diese ganze Unterstellungslogik, so nach dem Motto, der Staat behauptet erstmal, du bist und du musst dann das Gegenteil beweisen. Da bin ich natürlich aus naheliegenden Gründen mittlerweile extrem skeptisch und halte es für, weil ich selbst wirklich erlebt habe, in erster Hand, wie das so ist, ja. Und es bleibt natürlich auch immer ein Restzweifel. Weißt du, ob ich nicht doch irgendein Wahnsinniger bin, der heimlich eine Bombe baut? Du kannst es ja gar nicht wissen, ja. Und mit diesem Zweifel arbeitet ja auch so ein Vorwurf. Diese ganze Controlled Opposition, wer arbeitet hier für den Verfassungsschutz nochmal? Das geht ja auch im Widerstand rum, nicht? Es gibt pausenlos Unterstellungen, hat vielleicht auch mal, oder der Brandenburg, vielleicht tut er nur so. Warum ist der Brandenburg noch nicht verhaftet? Vielleicht ist er ja selber für den Verfassungsschutz tätig. Also es wird ja durch diese pausenlose Streuung von irgendwelchen Charakterdefiziten, die da behauptet werden und Geraune über irgendwelche Hintergründe, wird natürlich immer Misstrauen gesät. Und das verfängt. Und auch ich muss mich rückblickend wirklich fragen, mein Misstrauen diesem Staat gegenüber ist so weit, dass ich mich frage, wen haben wir da damals abgeschoben? Ja, wer war das? Vielleicht waren das harmlose, arme Schweine, die einfach nur mal Pech hatten und irgendwie auf die ungünstige Seite dieses Staates kamen. Das Problem ist, dass so ein ganzes Gemeinwesen, so ein Staat kann ja nicht funktionieren, ohne die gutmütige Unterstellung der Bürger, dass die sich wenigstens bemühen, vernünftig zu arbeiten, ja, und wenigstens versuchen, das rechtsstaatlich zu machen. Bei mir ist dieses Vertrauen weg, muss ich ehrlich sagen. Ja, bei diesem Gefährderbegriff, das ist ja interessant, das hat man ja im Zuge dieses War on Terror eingeführt gegen den islamistischen Terrorismus. Und das ist ein sehr interessantes Schema. Man führt das zuerst bei einer Gruppe ein, bei radikalen Islamisten, wo jeder sagt, okay, mit denen will ich nichts zu tun haben. Und dann weitet man das, wenn man es brauchen kann, aus. Ja, so ist es. Genau so ist es, ja. So hat's ja, so funktioniert ja im Prinzip auch diese Ukraine, jetzt Israel-Nummer, nicht? Also dieses, die gute Seite und die böse Seite. Und das, also es durchbricht eben eine Form der Auflösung der tradierten, demokratischen, vom rechtsstaatlichen Grundsätze, ja. Eigentlich ist es eine Auflösung der Gewaltenteilung. Denn was schafft dieser Gefährderbegriff? Er schafft ja plötzlich eine neue Kompetenz für die Exekutive, die früher unter Vorbehalt der Judikative stand. Nun ist in Deutschland die Judikative sowieso ein Witz. Also liebe Richter da draußen, ihr seid Schlappschwänze und Rechtsbeuger. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt ja kaum deutsche Richter, die so viel Arsch in der Hose haben, abstruse Strafbefehle nicht zu unterschreiben, irgendwelche obszönen Durchsuchungsbeschlüsse abprallen zu lassen. Gibt's kaum. Die exekutieren, was ist. Aber mit solchen Begriffen, wie du gerade sagst, ja, mit solchen vorrechtlichen, mit solchen vorgerichtlichen Dingen, wird ja Ermessensspielraum auf die Behördenseite, auf die Beamtenseite, also zu Nancy Faeser geschoben, ja, und in Eingriff
wird ein härtester Eingriff ins Leben damit ermöglicht. Und das ist eine Riesenkatastrophe. Ja? Wir sind ja mittlerweile im Bereich hier staatsgefährdende Delegitimierung. Und was forderte jetzt Frau Badenberg oder wie sie heißt, nicht? Die Berliner Justizsenatorin, die als AfD-Jägerin vom Verfassungsschutz kam, vom Bundesamt, die ist jetzt in Berlin Justizsenatorin und fordert jetzt, Desinformation unter Strafe zu stellen. Also unser Video hier muss an per se strafbar werden. Ja, das ist ja interessant. Die Grünen haben auf ihrem eigenen YouTube-Kanal zuletzt einen Beitrag veröffentlicht, wo gesagt wurde, dass Desinformation nicht nur die Informationen seien, die falsch seien, sondern alle, die die Regierung schlecht aussehen lassen würden. Sehr gut. Die haben aufgepasst, siehst du? Du, Posi, das ist gefährlich. Also wenn man so aufpasst wie du, ist das schnell gefährlich. Ich kann dir nur sagen, hier ist sehr schön und hier ist auch noch Platz, wo ich bin. Wir können uns da off-cam gerne mal drüber unterhalten. Ja, es ist irre, oder? Und das Irre ist jetzt wieder, was jetzt gerade passiert. Nochmal, jede Form von Gleichsetzung mit dem Nazireich verbieten sich, weil wir nicht ansatzweise in einer Zeit leben, in der Grausamkeiten wie diese begangen wurden. Dickes Aber. Die Logik dahinter, ja, dieses offene Ansagen. Damals hat der Adolf Nazis in Mein Kampf geschrieben, was er tun wird. Jetzt sagen es die Grünen im Fernsehen. Sie kündigen ja den Wahnsinn an, den sie treiben. Und dann kommt der und es gibt nicht mal mehr große Aufregerei. Melina sagt immer, die lassen da einfach mal die Idee so ein bisschen floaten. Ne? Man gewöhnt sich so an den Begriff. Es gibt so ein bisschen Gemecker. Die Badenberger, ach naja, das ist ja eine einzelne Justizsenatorin in Berlin. Und ach guck, wie mal ist ja, guck, wie sieht die denn aus und so. Dann vergessen die es wieder. Eine Woche später kommt das Ding nochmal aus Hessen. Oder von irgendwo aus NRW und dann hat man es überall schon mal gehört und die Empörung ist nicht mehr so groß. Ja? So funktioniert die stetige Aushöhlung unserer Bürger und Grundrechte. Ja, das ist ja auch, wir waren ja vorhin beim Gefährderbegriff, da ist das ja auch total interessant. Jetzt hat Nancy Faeser das Beamtenrecht so geändert, dass da jeder Beamte nachweisen muss, dass er verfassungstreu ist, also mehr oder weniger auf Linie von Nancy Faeser, sonst kann sie ihn rauswerfen. Also eine komplette Abschaffung der Unschuldsvermutung. So ist es, so ist es. Ja, nicht nur der Unschuldsvermutung, es ist die Anschaffung der Schuldvermutung. Ja, wir müssen die Begriffe wirklich mal entsprechend prägen, wie sie sind. Ja, der Beamte, und das kommt an bei den Beamten. Wir hatten neulich ein Gespräch mit Martin Schwab, das ist sozusagen das Nachfolgeinterview zu Kevan. Martin Schwab, zwei Rechtsanwälte, da waren jede Menge Beamte, die nachher in der Q&A-Runde dann fragten, ich bin Beamter, wie ist denn das jetzt, Herr Schwab? Kann ich da jetzt einfach abgesägt werden? Nicht? Und Martin Schwab antwortete mit einem Wort von Fatina Kailani, einer NZZ-Redakteurin, die ganz klar schrieb, bis zu Ende gedacht, kann dieses neue Beamtenrecht komplett die Entmachtung der Justiz bedeuten, weil ja Richter für Richter ausgehebelt werden kann, wenn es der Regierung passt. Wir haben ja den Richtervorbehalt oder das Prinzip des gesetzlichen Richters. Das klingt irgendwie sperrig und wenige Nichtjuristen interessieren sich dafür, aber es ist unglaublich wichtig, weil es besagt, dass dein Richter, der über dich urteilen soll, bereits feststehen muss, bevor er dich überhaupt kennt und die Tat begangen wurde. Denn wenn nachher gesagt wird, naja, das macht der Richter Brandenburg, der kann so Leute wie den gar nicht haben, dann ist das natürlich schon mal eine Beeinflussung dieses Verfahrens, ja. Und letztlich ist dieses Prinzip ausgehebelt worden, weil du kommst vor einen Richter, von dem Nancy glaubt, der verurteilt dich jetzt nicht dafür, dass du gerade erkannt hast, wie das funktioniert jetzt. Dann sagt er einfach, nee, der Richter, der ist raus, bei dem habe ich Verfassungsbedenken. Und der nächste Richter, der kommt, der weiß dann schon, wenn er nicht auch raus sein will, dann wie er jetzt sein. Und wenn er es nicht weiß, dann ist er auch raus. Naja, spätestens der dritte Richter hat es begriffen. Also wir haben lange einen Staatsstreich hinter uns. Ja, vor allem, das ist ja was man nicht häufig anwenden muss. Jeder Richter wird sich jetzt überlegen, wie weit kann ich jetzt gehen, ohne dass ich ins Visier gerate. Yep. Und wenn Beamten eins gelernt haben, das geben die ja auch freiwillig zu, das wissen ja auch Corporate-Leute. Ich habe ja auch mal nicht nur für die böse Armee, ich habe ja auch mal für Pfizer gearbeitet als Pharmalobbyist, da ist es ja ähnlich. Ja. Also wenn du in so einem Großapparat bist, dann besteht ja dein ganzes Arbeitsleben daraus. Man sagt, was will der, was will jetzt die, ne? Was will denn die Chefin, was will denn der so, was muss ich sagen, damit ich irgendwo hinkomme? Das ist natürlich ganz fein, also ist im Prinzip wie auf dem Schulhof, ja. Und da kommt ganz schnell an, das wird ganz schnell gleichgeschaltet. So funktioniert es ja bereits heute. Richter sind ja in Deutschland auf dem Papier völlig frei, aber dass nun in Deggendorf da jemand, Herr Gross, verurteilt wurde dafür, dass er Södolf nannte, Heil Södolf übrigens, Markus Söder, Sie sind ein Faschist, ne? Das ist natürlich ein Witz. Also das wäre anderswo in Deutschland wahrscheinlich nicht passiert, aber in Bayern eben. Jetzt hast du zum zweiten Mal schon den Begriff Faschismus verwendet. Ja. Warum würdest du sagen, dass... Erstmal würdest du sagen, dass die Bundesrepublik ein faschistischer Staat ist? Das so allgemein, nein, so würde ich es nicht fassen. Die Bundesrepublik ist aus meiner Sicht kein faschistischer Staat. Sie ist ein gescheiterter Staat inzwischen, weil sie von einem faschistischen Regime
inzwischen beherrscht wird, das sich speist aus einer langen Tradition der Parteienkorruption. Klingt jetzt vielleicht wie Wortklauberei, aber es ist ein wichtiger Unterschied, denn ich denke auch, und da bin ich jetzt ganz bei meinem Freund Dieter Dehm, ist sicherlich kein Faschismus im Endstadium, in einem hochentwickelten Stadium, wie wir ihn eben bei den Nazis erlebt haben oder ähnlichen Situationen unter Stalin. Da bin ich ganz Hufeisentheoretiker. Ich sehe wenig Unterschiede bei diesen Gewaltherrschaften. Ja? Faschismus kann man verschieden definieren. Es gibt verschiedenste Definitionen. Im Kern steht aus meiner Sicht die Hybris, ja, die Arroganz, die menschenhassende Arroganz einer Gruppe zu sagen, wir sind moralisch, biologisch sonst wie überlegen, wir streben nach der Errichtung einer Herrenmenschherrschaft in irgendeiner Form, ja, ob das jetzt biologisch durch Zucht ist von blonden, blauäugigen Recken oder von bioökologisch dynamischen Veganern, wie auch immer, ist letztlich Wumpe, dass es auszeichnet ist, dieses kämpferisch Vernichtende gegen die, die das nicht wollen. Im Faschismus kannst du nicht sagen, lass mich einfach in Ruhe, ich mache hier mein Ding, mach mal da, ich bin hier, alles in Ordnung. Nee, funktioniert nicht. Die kommen noch, anders als beim Totalitarismus, der den Anspruch hat, alles zu steuern, überall zu sein. Der Faschismus sagt noch, nee, wenn du nicht für uns bist, dann musst du vernichtet werden. Dann bist du nämlich minderwertig. Dann gefährdest du nämlich das Wohl der Gruppe. Du zersetzt ja hier die Moral und die Biologie. Ja? Und das kann sich komplett gegen jeden richten. Faschismus ist nicht darauf begrenzt, eine Gruppe wie Juden hassen und ermorden zu wollen oder Behinderte oder wen auch immer. Ja, das Göring sagte so treffend, da hat er leider recht, wer Jude ist, bestimme ich, weil es im Prinzip beliebig ist. Es ist schrecklich beliebig. Der Faschismus ist ja im Kern einfach Menschenverachtung. Es ist Hass. Es ist einfach nur vom Negativen her definiert. Er will ja auch nichts Positives. Er strebt ja nicht in Selbstkritik nach objektiver Verbesserung und lässt sich an irgendwelchen Dingen messen, sondern er postuliert. Er erklärt dir, du musst jetzt das tun zum Wohle der Gemeinschaft. Ja? Und jetzt kann man, das lasse ich absolut gelten, sagen, na Moment mal. Aber das ist dann eher eine stalinistische Form, wenn es in die Richtung geht, oder eher jenes, wenn es dahin geht. Legitim. Aber ich berufe mich auf René Schlott, einem der anerkannten Faschismusforscher in Deutschland. Der sagt ganz klar, ja, ich habe recht, das ist Faschismus. Insofern sage ich, ich sage es mit Schlott. Ja, Stalinismus würde ich sowieso nicht sagen, weil das ja nochmal ein ganz anderes ökonomisches System war. Also da hatte man ja eine kommunistische Partei, die die gesamte Wirtschaft kontrolliert hat. Das haben wir ja in Deutschland nicht. Wir haben ja diese Trennung von Wirtschaft und Politik, die natürlich auch verzahnt sind. Ja, natürlich sind die verzahnt. Aber du hast noch die Trennung zwischen Wirtschaftsbossen und politischer Verantwortung. In so einer, ja, also in einer stalinistischen Sowjetunion war das ja eins. Naja, absolut. Nein, nein, völlig. Ich finde ja auch wieder ein wichtiger Punkt. Faschismus aus meiner Sicht weder rechts noch links. Ja, die Diskussion, war Hitler jetzt links oder war er rechts, das halte ich für Blödsinn. Ich halte sie auch immer für eine Scheindiskussion, die immer von der Seite geführt wird, die schuldlos werden möchte. Also so ein stramm Rechter sagt ja immer, Hitler war links. Ja, ihr habt ja mit rechts noch ein Ding mehr, interessiert mich nicht. Also das, du willst ja nur irgendwie dein Recht sein, von Hitler trennen oder so. Ne? Das soll der Unsinn. Es kommt ja auch aufs Ergebnis, aufs Gleiche raus. Weißt du, wenn ich irgendwie in einer Erschießungsanlage geführt werde, interessiert es mich nicht, ob der links oder rechts ist. Dann ist das ein Mörder und dann ist das ein Schwein. Und ich glaube nicht, dass die Ideologie des Linken oder des Rechten oder die politische Lehre in irgendeiner Weise Ähnliches rechtfertigt. Weder folgt das nach meinem Verständnis aus einem linken oder einem rechten politischen Weltbild, noch lässt es das zu. Ich halte es für etwas Unabhängiges. Insofern ist es nach meiner Überzeugung, der Faschismus kann ebenso links wie rechts tingiert sein. Im Kern hat er nichts mit der politischen Ausrichtung zu tun, staatsnah oder staatsfern, sondern ist diese menschenverachtende Logik. Und deswegen sage ich, der Feind steht für mich weder links noch rechts. Ja, aber es gibt einen Punkt, auf den würde ich schon noch gerne eingehen. Also in einem faschistischen Staat, um das jetzt mal ganz beispielhaft zu sagen, da könnten wir dieses Interview jetzt nicht führen. Also da würde mindestens ich, der sich ja auf dem Staatsgebiet der BRD holte, befindet, da würde das ja abgebrochen werden. Also ein faschistischer Staat beinhaltet immer auch eine offen terroristische Diktatur. Also gar nicht den Versuch, so einen Parteienpluralismus zu inszenieren, wie viel Simulation das jetzt ist und wie viel echter Parteienpluralismus, darüber kann man sich dann auch nochmal streiten. Aber wir haben ja mehrere Parteien. Also im Faschismus, da würde eine Partei sagen, so, wir sind die einzige Partei und alle anderen werden verboten. Absolut. Nur, du beschreibst gerade das, aus meiner Sicht, was der Endzustand eines faschistischen Staates ist, ein voll entwickelter Faschismus. Ich stimme auch der Meinung, das sind wir nicht. Also das ist Deutschland noch nicht. Aber in den letzten 3 Jahren, wenn wir jetzt mal, nehmen wir mal die Skala von 0 bis 100 und 100 ist Hitler und 0 ist Tom Hanks, war mal in so einer Late-Night-Show, ne? Die Hitler-Hanks. Das finde ich nur nicht, dass Tom Hanks das Gegenteil von Hitler ist, aber sagen wir, ist der die perfekte Demokratie? Ja? Und behaupten wir einfach mal, jetzt schreien ganz viele, dass die Bundesrepublik vor 5 Jahren noch die perfekte Demokratie war. Einfach mal nur für den Fall der letzten 3 Jahre. Denn sind wir aus meiner Sicht, der letzten 4 Jahre, sind wir aus meiner Sicht momentan schon über 50
auf einer Skala bei über 50 Punkten. Die Geschwindigkeit, mit der, du hast es vorhin selber gesagt, dass die Unschuldsvermutung abgeschafft wird, die Pressefreiheit abgeschafft wird, indem eben jetzt Frau Badenberg verlangt, dass Desinformation unter Strafe gestellt wird, der Überwachungsstaat sich ausgeweitet hat in einer Weise, das ist wirklich der absolute Wahnsinn, was an Unterlagen, was an Zusammenführung jetzt an Dokumenten kommt mit dieser zentralen Identifikationsnummer der Steuer-ID, die da gemacht wird. Das digitale Zentralbankgeld, was für Herbst angekündigt ist. Also die Liste lässt sich ja beliebig fortsetzen. Von tatsächlichen Einschränkungen der Freiheit. Jetzt hat das Mettbrötchen der CDU, weiß ich mal nicht, wer heißt Mario Mettbrötchen, der damals gegen Höcke in diesem Fernseh-DWL angetreten ist, hat doch jetzt allen Ernstes in einer Rede im Landtag gesagt, es solle in Zukunft Social-Media-Lizenzen geben, die man dann verwirken kann, wenn man als Gefährder im Internet ist. Da ist auch wieder dein Wort. Ja? Also du hast ja völlig recht, noch können wir dieses Gespräch führen. Aber die Frage ist doch, wie lange noch? Ja, das ist ja auch interessant. Ich stimme dir auch zu, dass die Maßnahmen gegen die Opposition immer mehr werden. Vor ein paar Jahren war es noch eine Ausnahmeerscheinung, dass YouTube-Kanäle gesperrt wurden. Das ist durch Corona völlig normalisiert worden. Vor ein paar Jahren war es eigentlich auch absurd, dass Demonstrationen genehmigt werden mussten. Das ist durch Corona auch Normalität geworden. Das hat man jetzt auch im Nahostkonflikt gesehen, dass dort massenweise Pro-Palästina-Demos erstmal verboten wurden. Varoufakis, Einreiseverbot. Ja. Das ist ja was ganz Neues. Das ist ja jetzt erst gekommen. Betätigungsverbot, das gab es vorher nur gegen ISIS. Ja, also, das muss ich mal bedenken. Also Varoufakis ist nur wirklich ein Linksaußenmann. Das ist amtlich, ja, egal wo man steht. Also Varoufakis ist alles, nur nicht rechts und auch kein Terrorist. Oder Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Wir leben in einer Zeit, in der der ehemalige Geheimdienstchef unter Beobachtung des Gegenwärtigen steht und Minister anderer Länder, die gerade noch am Verhandlungstisch saßen, nur nicht mehr einreisen dürfen, weil sie was sagen, was dem Staat nicht mehr gefällt. Und das ist ein ganz wichtiger Faschismuspunkt, wir leben in einer Zeit, in der wieder ein General im Fernsehen für Krieg trommelt und unisono der Gesundheitsminister, die Bundesbildungsministerin, der Wirtschaftsminister sagt, wir müssen kriegstüchtig werden, wir sind schließlich auch Kriegsminister, hurra Krieg. Und Herr Pistorius, der unbedingt Kriegskanzler werden will und sagt, in spätestens 5 Jahren, da ziehen wir endlich zu Felde gegen den bösen Russen. Auch eine ganz massive, wichtiger Punkt für den Faschismus ist der Militarismus, der da kommt. Ich fürchte, wir werden sehr bald wieder jede Menge Uniform erleben. Hat ja auch wirklich der Breuer so angekündigt. Er hat es lustiger, ne? Mehr Flecktarn auf der Autobahn. Also, ja, all das kommt mit richtig hoher Geschwindigkeit. Und das Argument, noch ist es nicht voll entwickelt, da sage ich immer, okay, wenn es in einem Jahr in einem ähnlichen Zustand noch ist wie jetzt gerade, dann bin ich bereit zu sagen, wir entwickeln uns nicht weiter zum Faschismus hin. Aber aktuell halte ich es für zutreffend zu sagen, wir gehen mit Vollgas, gehen wir auf einen voll entwickelten Faschismus hin und wesentliche Elemente sind schon da. Ja, ganz so dramatisch würde ich es nicht sehen. Also es gibt ja in Deutschland auch beispielsweise noch nicht die Ermordung von Oppositionellen. Also das ist ja etwas, was es in vielen Staaten auf dieser Welt gibt, die keine faschistischen Staaten sind. Ich weiß es nicht, ob es das gibt, muss ich dir ehrlich sagen. Also man muss immer sehr aufpassen also es gibt den schönen Satz, mag sein, dass ich paranoid bin, aber sie versuchen trotzdem mich umzubringen. Bei dem, was ich in letzter Zeit erlebt habe, nicht nur an mir selbst, sondern bei vielen Kollegen, bei den plötzlich und rätselhaft verstorbenen kritischen Menschen, ob das ein Herr Ohofen ist oder andere Wirtschaftsvertreter, frage ich mich sehr wohl. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich selber hätte mir vor 3 Jahren nicht vorstellen können, dass das Regime ermordet. Jetzt sage ich ganz klar, Nancy Faeser ist in der Lage und willens und bereit, einen Mord zu begehen für ihre Macht. Das hat sie ganz klar bewiesen. Sie hat beispielsweise die GSG 9, also das SEK der Bundespolizei, hineingeschickt zum Stürmen einer Wohnung von Björn Lars Oberndorf. Ist bekannt, ist auch medial berichtet worden. Das ist der überaus friedfertige Vorsitzende des Vereins Polizisten für Aufklärung, also ein Beamtenverein von kritischen Beamten, eine Polizeiversion des Netzwerks Christa. Und dieser Björn Lars Oberndorf wurde mit der GSG 9 morgens aus seinem Bett geholt. Und die GSG 9, auch die SEK, die gehen nicht mit gesicherten Sturmgewehren in Wohnungen rein. Die gehen mit entsicherten Gewehren in Wohnungen rein. Und wenn da jemand zuckt oder an der falschen Ecke steht, fängt der eine Kugel. Das heißt, so eine Truppe reinzuschicken in ein Haus bedeutet, billigend in Kauf zu nehmen, dass jemand stirbt. Das ist eine ganz schwierige Ermessensentscheidung, die dann zulässig ist, wenn man sagt, da geht es um das Leben eines Menschen, eines Opfers, der entführt wurde, was auch immer. Aber wenn in so einem Kontext politischer Schikane eine solche Einheit eingesetzt wird, sage ich ganz klar, Nancy Faeser ist eine Mörderin, und zwar eine bedingte Mörderin nach meiner Meinung, eine gedungene Mörderin, die das vielleicht noch nicht vollbracht hat, diese Tat, aber die absolut in der Lage ist, auch schon bewiesen hat,
dass sie einen solchen Mord zumindest billigend in Kauf nimmt und einen bedingten Vorsatz hat. Und das ist eine Regimetötung, doch, wenn es kommt. Und dazu haben wir Tote auf den Demonstrationen, an diesen Anti-Corona-Demonstrationen. Es gibt mindestens zwei Dokumentierte, die in Obhut der Polizei verstarben, nachdem sie Polizeibrutalität abbekamen. Ja, da kann man jetzt auch argumentieren, ähnliche Todesfälle mag es in der Vergangenheit gegeben haben. Davon weiß ich nicht, das kann sich gegen andere Gruppen gerichtet haben. Aber doch, im Kontext dieser Anti-Corona, dieser Corona-Kritiker-Terrorisierung sind Menschen gestorben und es wurden Tötungen in Kauf genommen, oder mögliche Tötungen in Kauf genommen. Insofern sage ich doch, ja, wir sind noch nicht so weit, und das ist der Unterschied, dass offen Menschen exekutiert werden oder einfach verschwinden und man sich keine Mühe macht, das irgendwie zu vertuschen. Da stimme ich völlig zu. Das ist was anderes, als wenn zu Gestapo-Zeiten plötzlich ein Auto vor dem Haus hielt, dann da zwei Herren im Trenchcoat ausstiegen und dann ist der Nachbar verschwunden. Da sind wir offenbar noch nicht. Und ich hoffe sehr, dass wir da nicht hinkommen. Ja, und das würde mir halt fehlen, um den Faschismusbegriff zu verwenden. Das darfst du so sagen, ja, und ich würde mich dafür einsetzen, ich würde dafür streiten, dass du es ewig so sagen darfst. Ich bin anderer Meinung, ja, denn was macht den Faschismus aus? Was beschreiben wir mit so einem Zustand? Wir nennen Deutschland eine Demokratie, wir haben sie immer eine Demokratie genannt. Ich bleibe auch dabei, nicht perfekte Demokratien zu nennen. Ja, und ich glaube, es geht nicht darum, dass bei so einem Begriff der Maximalzustand erreicht sein muss, wenn der Wesenskern vorhanden ist und wenn das Wesentliche damit ausgesagt ist. Und dennoch bleibt es völlig legitim. Also ich habe auch nicht den Anspruch, nur alle Leute dazu zu kriegen, dass sie sagen und zustimmen, ja, das ist bereits Faschismus. Aus meiner Sicht ist es das. Aber über diesen Begriff zu streiten und genau die Begriffe raus, diese Definition rauszuarbeiten, halte ich für sehr wertvoll. Da soll sich jeder selbst ein Urteil bilden, ab wann es das für ihn ist. Ja, ich will die Begriffsdiskussion jetzt auch nicht noch weiterführen, aber dieser Demokratiebegriff, ich weiß nicht, ob man den so hochhalten muss, denn die meisten westlichen Demokratien, die sind ja auch, als die staatliche Repression deutlich geringer war, waren das ja auch eher Oligarchien. Also die Meinung des obersten Prozents hat sich viel stärker durchgesetzt als die Meinung der unteren 99%. Da gibt es jetzt natürlich große Unterschiede, wenn du jetzt, keine Ahnung, Deutschland bzw. vorher Westdeutschland mit der Schweiz vergleichst, dann sieht es in der Schweiz schon wesentlich besser aus. Aber diese grundsätzliche Tendenz, dass Demokratien immer dazu neigen, dass ja die Mehrheit sich nicht durchsetzt, das hast du schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Siehst du, da kann man jetzt auch sagen, da kannst du jetzt argumentieren, sagen, was ist es dann? Ist es eine vielleicht noch in Einzelteilen demokratisch legitimierte Oligarchie? Ja, ist es noch etwas anderes? Ich bin zumindest der Meinung, es ist offenkundig geworden, dass die Bundesrepublik keine Demokratie ist. Das kann man jetzt sicher sagen, egal aus welcher Schule man da kommt. Man kann natürlich auch grundsätzlich sagen, die Demokratie ist gar nicht zu verwirklichen ohne, je nachdem, wo man da jetzt links oder rechts steht, kann man sagen, ohne eine Sozialisierung von Produktionsstätten. Das wäre jetzt eine sehr kommunistische Ansicht. Ich glaube halt nicht, dass diese platonische Reinstlehre für so einen Begriff. Das ist, was in der Realität erreicht werden muss. Weißt du, nimm eine Beziehung. Da weiß nicht, wie es bei dir ist. Und jede Beziehung, die man so führt, ist ja meist nicht immer so perfekt. Und dann kann man sagen, na, bin ich jetzt noch verheiratet oder nicht? Also klar, da hat man ein Papier, da steht's drauf. Na, ich bin nicht verheiratet, deswegen muss ich ja nicht hingucken. Aber ausgemacht wird's ja durch andere Dinge. Ja, und wo man halt den Wesenskern dann festmacht, das kann man streiten. Ich stimme jetzt zu, Deutschland ist keine Demokratie mehr. Was müssen wir tun, um eine Demokratie zu werden? Das wäre eine interessante Frage. Ja, das die Frage kannst du uns, glaube ich, erstmal beantworten. Was müssten wir tun? Ja, ich kann dir aus meiner Sicht dringend notwendige Mindeststandards nennen. Und dann müssten wir darüber reden, und zwar wirklich alle, die Bürger, weil das ist die Demokratie, ja, was dafür nötig ist. Ich bin mittlerweile auch da bei den bekloppten Ossis, die immer so verschrieben werden als demokratieuntauglich. Da habe ich am Anfang gedacht, lass mir in Ruhe mit diesen Artikel 146 Grundgesetz und solche Sachen mit in freier Entscheidung neue Verfassung verabschieden. Ne? Wir haben ja eine Verfassung, die ich auf dem Papier toll finde. Ich finde das super, was da im Grundgesetz steht, im Prinzip von vorne bis hinten. Und das Problem ist, es wird nicht gelebt. Das ist wie mit vielen Dingen. So sagen überzeugte Sozialisten und Marxisten, wenn man sich nur dran halten würde, wäre die Welt ein Traum, aber es ging ja immer in die falsche Richtung. Das ist wohl so, nicht? Das, was auf dem Papier steht, ist geduldig. Ich glaube, was einer Demokratie momentan am meisten im Weg steht in Deutschland, vielleicht sind wir da beieinander, ist die unfassbare Korruption der Oligarchien, die dahinter steht. Und das ist ein politisch-industrieller Komplex,
Ich nenne ihn immer die Parteienkorruption. Das ist für mich der treffendste Begriff oder der schärfste Begriff, weil aus meiner Sicht in diesen Altparteiensystemen, und das ist die Frage, wo ist dann da die AfD? Ne, die ist so ein Mittelding irgendwie, die ist auch eine Partei nach altem Muster, ist da noch nicht so ganz drin, aber sagen wir mal, alle ohne die AfD, alle, die schon mal an der Regierung waren irgendwo, sind mindestens Altparteien und sind dieser Parteienkomplex aus meiner Sicht, dieser Korruptionskomplex, die sind eng verwoben mit Großkapital, ja, mit den Banken, mit dem Verteidigungssektor, mit dem Pharmasektor. Und diese Korruption zu zerschlagen, das ist aus meiner Sicht eine Conditio sine qua non. So, und wenn wir das geschafft haben, wird danach trefflich zu streiten sein in der Demokratie, wie viel soziale Marktwirtschaft wollen wir, wie viel ganz freie Kapitalmarktwirtschaft wollen wir. Das macht die Demokratie dann aus, dass wir darüber streiten. Aber die notwendige Voraussetzung ist die Ermächtigung der Bürger und die Schaffung von Transparenz in diesen Entscheidungsstrukturen und die Teilung von Macht gegen diese Machtkonzentration, die wir da haben. Ja, aber das ist doch erstmal ein guter erster Schritt, die Zerschlagung der Altparteienkorruption. Ich glaube, ganz wichtig wäre es da, diese ganzen Thinktanks, die wir haben, trocken zu legen, die ja zu einem guten Teil von der Bundesregierung und zu einem anderen Teil vom Großkapital finanziert werden. Also alles, was da aus dem Ausland, also die Zahlung, die von der Bundesregierung kommt, die könnte man ja einfach streichen. Und alles, was da aus dem Ausland kommt, das kann man verbieten. Dass Milliardäre aus dem Ausland hier Stiftungen finanzieren. Ungarn hat das beispielsweise gemacht, sowas ist möglich. Ich bin kein Mensch, der mit Verboten, ehrlich gesagt, zu begeistern ist. Ich bin komplett gegen Verbote. Ich würde fast alles erlauben, weil Verbote bringen relativ wenig. Nur die Frage ist ja, also man kann ihnen trotzdem die Macht entziehen. Ja? Es muss transparent sein und die Monopole müssen weg. Es muss das Monopol des öffentlich-rechtlichen Rundfunks weg. Und es muss die Zwangsfinanzierung weg. Das Geld muss bei den Menschen bleiben. Ja? Die Beraubung des Einzelnen muss enden. Das heißt, der Staat muss sich rechtfertigen, wann nimmt er mir Geld weg? Die Umverteilung von dir zum Kollektiv, die muss unter maximalen Einschränkungen stehen und immer eine Berechtigung haben. Es darf nicht sein, dass der Staat Steuergelder wegnimmt, um dann damit irgendwelche NGOs zu finanzieren, die ihm gerade passen. Ja, das sind heute irgendwelche Umwelthilfen, morgen sind es dann, unter den ganz schlimmen Rechten, sind es dann irgendwelche Volksbundgeschichten für Musik oder irgendein Blödsinn. Also was auch immer die damit machen wollen, die haben nicht das Recht dazu. Und es muss transparent sein. Das Schlimme ja, ich bin der Meinung, jeder Milliardär soll seine Stiftung haben. Das Fatale ja an der Bill & Melinda Gates Stiftung, wenn sie den Spiegel finanziert ist, dass nach außen die Illusion entsteht, da sei eine unabhängige Instanz. Ja. Die Menschen glauben, dass es wird ihnen vorgespielt, das sei unabhängiger Journalismus und stattdessen wird dann da geschrieben, was sie in den Blog diktiert bekommen. Transparenz ist für mich das Schlagwort. Ich bin auch der Meinung, dass jeder Abgeordnete, das war meine Idee für die Europawahl, mit der Liste BRD haben wir das ja versucht, gesagt, wenn ich denn wirklich gewählt werden sollte, würde ich meine gesamten Einkünfte, mein Vermögen offenlegen, das ist nicht grundsätzlich viel, aber dann sieht man zumindest, wo hat er denn seine Aktien. Und das halte ich für absolut zentral. Ich will doch wissen, ob Jens Spahn, und der ist ein korruptes Schwein, das gibt es gar nicht, habe ich ihm schon meins, nach meiner Meinung, muss ich dazu sagen. Ja. Der Mann ist, war schon als Mitglied des Gesundheitsausschusses im Bundestag, hat er eine Pharmaberatungsfirma betrieben. Das muss man überlegen. Also, das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Und das wissen die Menschen nicht, weil es keine Veröffentlichungspflichten gibt. Also, aus meiner einfach strukturierten Haltung, Transparenz, Veröffentlichungspflicht, das trifft, ja, nicht verbieten, sondern zwingen zu veröffentlichen, zeigen, was ist. Ich würde sagen, beides. Also das ist ja kein Widerspruch. Du kannst ja strikte Regeln erlassen und gleichzeitig das, was erlaubt ist, dann also die Einkommensveröffentlichung zwingen. Ja gut, aber lass die Leute doch auch die Milliardäre ihr Geld, also da kann man jetzt grundsätzlich streiten, ne? Du darfst ja sagen, ich bin Milliardäre ab dem Eigentum von so und so, das ist unsozial, das ist dann wieder eine sehr linke Position, okay, ja, mir ist das egal, ich finde, die sollen ihr Geld ausgeben, wofür sie wollen, wenn es legale Dinge sind, wenn sie nicht strafrechtlich verboten sind, ich möchte keinen Verbotsstaat, ich möchte einen Staat, der sich raushält, der nur da eingreift, wo er unbedingt eingreifen muss, um den Frieden zu wahren, aber ich möchte, dass das Ganze für Otto Normal, auch die einfach gestrickten Menschen, zu verstehen ist, leicht zu verstehen ist, dass draufsteht, was drin ist. Ja? Nicht draufsteht, dass der Spiegel ganz klar sagen muss, mit einem einfachen Ding, wir werden bezahlt von dem Herrn hier, dessen Interesse ist das da. Dann ist okay. Ja? Ist ja in Ordnung. Herr Soros darf ja Milliarden ausgeben, um der Welt zu erklären, er müsste diesen das tun. Ja, aber was ich mit diesem Verbot meinte, ich wollte jetzt nicht Milliardären verbieten, Geld auszugeben, sondern das bezog sich wirklich nur um ausländische Finanzströme, weil wir darauf in Deutschland keinen Zugriff haben, weil dort aus dem Ausland irgendjemand entscheiden könnte, auch eine ausländische Regierung entscheiden könnte, so, ich investiere jetzt mal 10 Milliarden, um die öffentliche Meinung in Deutschland auf meine Seite zu shiften. Und das ist ja etwas schon Gefährliches, was man vielleicht in der Summe begrenzen kann, was
Oder wie gesagt, da könnte man auch durch Transparenzpflichten was machen. Wenn jeder weiß, okay, die werden jetzt von da und da finanziert und jedem klar ist, was das bedeutet. Stell dir vor, auf dem Spiegel steht 100% USA finanziert. Bam, ja. Stell dir vor, auf der Epoch Times steht 95% China finanziert. Stimmt nicht, liebe Epoch Times, nicht klagen. Die sind ja gerade gegen das chinesische KP-Regime und so, ne? War nur ein Beispiel. Also, das ist essentiell wichtig. Und ganz ehrlich, was ich mir lange überlege, ist ein Beispiel: Ich bin 100% Zuschauer finanziert. Und jetzt kann man natürlich sagen, ah, aber wer ist dein Zuschauer? Wer weiß, vielleicht sitzen da ja so und so viele tausend Russen, die dir immer so, ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe meine Kontoauszüge, ich habe meine PayPal-Auszüge und dann sehe ich dann Namen, ja. Und das ist mal ein Euro, mal sind es 5 €. Ich hätte jetzt wahnsinnig gern beispielsweise einen Wirtschaftsprüfer oder irgendeine Instanz, die halbwegs vertrauenswürdig ist, der würde ich sagen, bitteschön, prüf das mal, geh das durch und veröffentliche einen Bericht, wo dann wirklich steht, Brandenburg kriegt Geld von deutschen Privatleuten, 100%. Das ist jetzt so meine Annahme, nach dem, was ich sehe. Ja? Das also versetzt dann wiederum den einzelnen Zuschauer in die Lage zu beurteilen, traue ich dem jetzt oder nicht? Ja, aber bei bestimmten Arten von Korruption, beispielsweise wenn jetzt Strack-Zimmermann, die behauptet ja gerade, Warum fällt dir bloß der Name ein? sie würde gerade nichts nebenbei verdienen, glauben wir das mal, die geht danach dann, die bleibt dann in diesen Aufsichtsräten sitzen und also sie meint ja, sie würde das alles ehrenamtlich machen, sie bleibt dann da sitzen, verdient dann, nachdem sie Politikerin war, fett Geld. Also das könnte man ja schon verbieten. Man könnte ja sagen, 5 Jahre nachdem du Politiker warst, darfst du nicht, also darfst du zurück in deinen alten Beruf kehren, aber du darfst jetzt nicht durch 10 Großunternehmen durchtingeln und da Millionen an, an Geld verdienen. Tut sie ja, tun die ja schon vorher. Also das Geschäft läuft ja schon so, dass diese Politiker vorher schon von der Industrie geschmiert werden. Ja, die kriegen dann von denen irgendwelche Aktienpakete und irgendwelche Optionen auf irgendwelche Dinge. Natürlich, vieles sind Versprechen, das ist klar. Aber die haben dann Beraterverträge, nehmen Reisen an und solche Dinge. All das muss transparent gemacht werden. Siehe Kubicki, der sitzt da auf dem Kreuzfahrtschiff und liest aus irgendwelchen Memoiren, das hat er geschenkt bekommen. Das muss verdammt nochmal der Bürger wissen. Ja, ich will wissen, wo kommt die Einnahme her? Ja, und ich bin gar kein neidischer Mensch. Ich bin nicht der Meinung, dass unsere Bundestagsabgeordneten zu viel verdienen, wenn sie für das Geld, was sie da kriegen, unabhängig sind und dann nicht weiter von der Firma XY bezahlt werden, finde ich das an sich gut. Ja, sie sollen nur ihren Job machen und nicht irgendwelche TikTok-Videos dabei. Also ich glaube, Transparenz ist ein wahnsinniges Heilmittel. Das Transparenz ändert unglaublich viel. Wenn die wirklich auf dem laufenden, technisch ist das ja einfach machbar, ja, wenn die auf laufendem Meter im Netz veröffentlichen müssen, auf wessen Kongressen sprechen sie, auf wessen Kosten sind sie wohin gereist, mit welchen Lobbyverbänden treffen sie sich, wie sortieren sie da ihre Zeit, ich finde, das Recht hat der Bürger zu sehen. Ja, aber bei vielen Thinktanks, da weiß man ja jetzt schon, wo die Politiker drin sitzen, beziehungsweise bei welchen Unternehmen sie später Karriere machen und es interessiert trotzdem keinen, weil die Medien nicht drüber berichten. Genau, naja, weil es ist eine Recherchearbeit, ja, da kann man gucken, da muss man dann schauen, da geht man ins Impressum, dann guckt man, einer wie du macht das eben, ich mache das ja auch. Nur die Wahrheit ist eben, die meisten Menschen sagen sich, Mensch, ich will mein Leben leben, lass mich in Ruhe mit der ganzen mühsamvollen Arbeit. Die vertrauen darauf, dass Journalisten kommen, die ihnen das sagen. Ja? Nun können wir uns keinen neuen Menschen backen und sagen, werdet alle kritisch, guckt im Netz, werden die nicht tun. Also da bin ich dann bei dir, zu sagen, lasst uns Gesetze einführen, die dafür Publizitätspflichten erzwingen, ja, dass das wirklich gesagt wird, dies ist, stell dir das mal vor, du siehst dann die Tagesschau und unten da steht Strack-Zimmermann, finanziert von Rheinmetall, ihrem freundlichen Kriegswaffenhersteller. So, dann wissen die Leute endlich, was los ist. Ja, ich habe damals für die Pharmaindustrie gearbeitet, da war ich Pfizer-Agent, das stand auf meinem Visitenkarte. Und ich dachte mal, hallo, guten Tag, hier ist Ihr freundlicher Mann aus der Hölle. Jeder wusste, woher ich komme und deswegen habe ich persönlich tatsächlich auch gar nichts gegen diese Unternehmen, weil man weiß, wer vor einem steht. Ja, es ist ja das drin, was drauf ist und du weißt, wie du das einsortieren kannst. Das Schlimme ist, sind sowas wie die hier, wie heißen sie nochmal, die Stiftung Zentrum Liberale Moderne, ja, dieses Ex-Grünen-Pärchen, was da grüne Kriegspolitik propagiert. Da denken wir mal, auch Mensch, modern und liberal ist ja erstmal gut, ne? Dieser ganze Etikettenschwindel, das ist der Betrug. Das wird mit Hunderttausenden Euro oder Millionen Euro sogar aus dem Bundeshaushalt gefördert in den letzten Jahren. Wie korrektiv, ja? Wer ist denn gegen Korrektur? Klingt ja erstmal wahnsinnig lehrerhaft, ne? Langweilig und seriös. Also das ist alles Betrug. Aber bei Korrektiv, da wissen wir es. Also wir wissen von wer Korrektiv finanziert und trotzdem alle Medien, wenn die irgendwas veröffentlichen und angeblich die große Recherche über die AfD raushauen, wissen wir am Ende war irgendwie nichts. Also die haben sich da irgendwelche Worte ausgedacht, die gar nicht verwendet wurden, haben völlig falsch wiedergegeben, was da passiert ist. Und trotzdem haben die damit Massenproteste produziert.
Ja, weil wir in einem Zustand ja sind mittlerweile, der ja auch nicht mehr der sich nicht mehr selbst heilen oder reinigen kann, ist meine Überzeugung. Man kann diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht reformieren. Da sind so viele Abhängigkeitsnetze drin. Guck dir an, was neulich kam, dieser Aufruf hier, dieses Manifest für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich habe ja im Kontext und im Hintergrund dann mit vielen Ex-ÖRR-Journalisten gesprochen und ich will jetzt keinem persönlich auf die Füße treten, aber am Telefon war immer das Gleiche. Ja, weißt du, Paul, wenn ich nur könnte, wie ich wollte, dann täte ich machen, wie ich eigentlich nicht dürfte und dann bin ich eigentlich ein ganz mutiger, aber ich will ja auch mal wieder einen Job kriegen. Ohne Witz, O-Ton, ja? Oder auch, was ich verstehen kann, Hartz IV reicht mir jetzt. Irgendwann muss ich mal wieder irgendwo hinkommen und wenn ich mit dir spreche und das auch noch vor einer Kamera, kriege ich nie wieder einen Job. Wahnsinn, ja? Das ist ein Wahnsinn. Und zu was das führt, sehen wir jetzt gerade. Heute die Schlagzeile war ja, Diakoniepräsident erklärt allen Arbeitgebern, AfD-nahe Mitarbeiter sollen entlassen werden. Alter Schwede, das ist kein Witz, ja? Das ist tatsächlich eine Presseerklärung heute eines Kirchenchefs, der erklärt, Menschen, die die AfD unterstützen, dürfen in der Diakonie nicht arbeiten und allen anderen Arbeitgebern empfiehlt er das auch und dann auch noch mit dem Zusatz. Zuerst natürlich ein Gespräch, aber wenn das nicht hilft, arbeitsrechtliche Maßnahmen. Soweit sind wir ja im Öffentlich-Rechtlichen schon ganz lange. Da gibt es dann keine Korrektur durch Transparenz. Da bin ich tatsächlich auch nicht für verbieten, sondern für abschaffen. Einfach defund them, nimm denen ihr Geld weg. Von heute auf morgen muss der Öffentlich-Rechtliche freiwillig sein. Das ist Demokratie. Ja, du entscheidest, ob du ihm zahlst. Ich habe so eine Ahnung, wie das ausgeht. Ja, dann würde der größtenteils pleite gehen. Das kann man ja ziemlich einfach So. sagen. Also. Ja, ich halte den derzeitigen öffentlich-rechtlichen auch nicht mehr für reformierbar. Also das ist ja ziemlich offensichtlich, was da mittlerweile läuft, wie die Rundfunkräte besetzt sind und ja, wie unbelehrbar diese Journalisten da sind. Also die scheinen Keine entweder in einer Journalisten. Parallelwelt zu leben oder wirklich, also Es ihren Job nicht ernst zu nehmen. sind keine Journalisten. Journalisten sind die Feinde der Mächtigen. Wenn du auf Macht stehst, dann werd Politiker. Und wenn du Macht ausüben möchtest, dann geh in die Politik. Wenn du Informationen, ja, wenn du sozusagen eher Anarchist bist und wenn du den Einzelnen stärkst und wenn du die Macht kontrollieren möchtest, dann werd Journalist. Das ist eigentlich die Reihenfolge, das ist die Arbeitsteilung. Es kann nicht sein, dass Politiker sich wohlfühlen, wenn sie mit Journalisten beim Abendessen sitzen. Das ist so, als wenn Drogendealer mit dem Staatsanwalt irgendwo sitzen, ja? Denn darum geht's. Es ist Checks and Balances, das System, ja? Es geht darum, es geht um Korrektiv. Und ein Journalist hat auszuforschen mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, um zu gucken, was steckt wirklich dahinter? Wie sind die Tatsachen? Und auch der Journalist selber muss sich das gefallen lassen und muss sich kritisch beleuchten lassen permanent. Das passiert nicht mehr. Ja, aber wir müssen, also für viele Sachen muss man ja nicht mal gründlich recherchieren. Also die Deindustrialisierung Deutschlands, da braucht man einfach nur auf die Seite des Statistischen Bundesamtes gucken, sehen, wie stark ist die energieintensive Industrie denn heute eingebrochen. Die ist 15% eingebrochen im Vergleich zu vor 2 Jahren. Also das ist eine absolute Katastrophe für so einen kurzen Zeitraum. Was machen die Journalisten? Berichten nicht darüber. Bezeichnen Leute, die über die Deindustrialisierung berichten, noch als Verschwörungstheoretiker. Weil eben diese Journalisten keine sind. Sie sind Verlautbarungsorgane, sie sind Pressesprecher, Pressesprecher der Macht. Und das ist der Unterschied zwischen einem Journalisten und einem Pressesprecher, ne? Man kann die Seiten mal wechseln, aber das ist ja momentan normal. Seibert war ZDF-Journalist, wurde Pressesprecher von Merkel, ist jetzt Botschafter Deutschlands in Israel. Was ein derartig geschmackloser Treppenwitz der Geschichte ist, wenn man sich das überlegt, dann hatten wir jetzt gerade, ist die Pressesprecherin des Faschisten im Amt des Bundespräsidenten wieder zurückgewechselt und wurde ARD-Hörfunkchefin. Also das ist eine Drehtür oder um es mit Two and a Half Men zu sagen, ist wie im Hamsterkäfig, jeder mit jedem. Und da ist keine Trennung. Weißt du, wenn du mir morgen einen Job gibst als dein Sprecher und zahlst mir da gutes Geld als Staatssekretär und dann gehe ich wieder zurück und soll dann berichten über deine Reaction-Videos. Ne? Also es ist offene Korruption. Es ist ganz normal. Wie bestellt, so bekommen. Und deswegen halte ich es auch für abstrus, dann solche Manifeste irgendwie weiterzubreiten. Ich finde das ja rührig, wenn Ex-ÖRR-Journalisten sagen, wir müssen das tun. Ja, aber da ist auch die Tendenz drin der Restauration. Ja? Wir erleben eine Art linken Restaurationsversuch bei vielen. Also gerade bei so den Sozialdemokraten. Die sagen, wir hatten doch da diese schöne, kuschelig-rote Republik früher. Naja, ob die so schön und kuschelig war, weiß ich nicht. Zurückerinnert meint man das. Ja? Und jetzt glauben die, mit solchen Reformen dahin dann doch trotzdem einen Staatsfunk weiter betreiben zu können, mit Pflichtabgabe, so steht es ja in diesem Manifest dann zum Beispiel drin. Was sagt das? Das sagt es eigentlich, dass die den Schuss noch nicht gehört haben. Die haben noch nicht die Konsequenz wirklich angenommen, dass das gescheitert ist. Das ist wie eine kaputte Ehe, in der man sich nicht so richtig trennen kann. Und ich sage, wir sind lange drüber hinaus, da muss Schluss gemacht werden. Dieser Staatsfunk muss komplett weg.
Ja, realpolitisch stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das jetzige System ist nicht mehr zu reformieren. Das sieht man auch, also das sieht man an der Berichterstattung. Du musst ja nur einmal Tagesschau einschalten. Du siehst, dass, wie gesagt, über die relevanten Sachen wird nicht berichtet oder die wichtigsten Fakten werden weggelassen. Das hat nichts mehr mit Journalismus zu tun oder diese furchtbaren Funkformate, die ich hier auch täglich im Stream kommentiere. Aber Du ja, machst also das, ja? wenn man, Meine Güte. ja. Wenn man jetzt utopisch denkt und sagt, wenn wir in politisch gesitteteren Zeiten wieder sind und man es irgendwie schafft, die Rundfunkräte neutral zu besetzen, ich weiß, das wäre unglaublich schwierig, die staatsfern, aber trotzdem irgendwie repräsentativ zu gestalten, aber dann wäre ich schon dafür, dass wir sowas wie einen öffentlich-rechtlichen hätten, auch mit festen Budget. Okay, darf man ja sein, ja. Demokratie ist ja was Feines. Da sage ich immer, dann lasst uns drüber abstimmen. Also auch so eine Ja, gerne. Abstimmung finde ich spannend, ja. Lasst das machen. Ich würde sogar vielleicht, und ich bin dafür, mit Geld abzustimmen, ich würde sagen, hier, das gibt es, der Staat schlägt das vor, ja, oder wir stellen das dazu. Beispiel 10 Euro im Monat wollen wir haben für dieses Projekt. Ich würde sogar 10 Euro im Monat geben eine Weile und würde mal gucken, wohin es geht. Ja. Sowas könnte man ja tun. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sagen, ich hätte gerne einen nicht kommerziell gebundenen Sender, der zum Beispiel Nachrichten verbreitet oder solche Dinge macht. Ja, finde ich auch. Nur der Weg dahin, das ist ein bisschen wie mit Europa. Ulrike Gero sagt ja immer, wir müssen die EU ausbauen zu einer europäischen Republik. Ich sage immer, nee, Entschuldigung, wir müssen nicht ein kaputtes Gebäude ausbauen, wir müssen ja mal abreißen und neu bauen. Ja, und deswegen ist das ein wesentlicher Unterschied, ob man jetzt sagt, wir fangen mit einem Konzept neu an oder wir reformieren eben das Vorhandene. Wenn man es nicht reformfähig findet, dann muss es eben weg. Das gilt für den Staatsfonds wie für Europa. Ja, über die EU müssen wir auch mal diskutieren, denn die halte ich im Gegensatz zu dir tatsächlich für reformfähig. Also Okay. das, Wie? da entscheiden die Nationalstaaten, was passiert. Also die EU, die ist aktuell nur so kaputt, weil auf Ebene der Nationalstaaten halt Regierungen an der Macht sind, die das genauso weitertreiben wollen. Wenn da andere Regierungen an die Macht kommen würden, dann sähe die EU auch anders aus. Das bezweifle ich. Das bezweifle ich deshalb, weil meine Hypothese ist, dass in diesem Berlaymoder in Brüssel mittlerweile ein selbsterhaltendes System von übelster Korruption sich eingerichtet hat. Das siehst du an diesen Pfizer-Verträgen beispielsweise. Das siehst du aber auch an der Brüsselokratie mit den Abgeordneten und dem, was da an Schindluder getrieben wird. Ich glaube, es hat sich lange verselbstständigt. Und ich glaube, dass dieses EU-Recht, also diese Ablösung der EU als Instanz von dem Einfluss der Nationalstaaten schön zu erkennen ist. Auch an den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts zum Beispiel in Deutschland, das sich ja selber entmachtet hat, Stück für Stück. Ja, wir haben ja eine Kollusion, ein kriminelles Zusammenwirken von solchen Parteikorruptionsinstanzen wie der deutschen Regierung und eben dieser Brüsseler Behörde, die ja ihren Interesse ja darin besteht, so eine Art supranationalstaatliche, so eine Art Weltregierung oder Europaregierung anzubauen, um die Verantwortung abzulenken, eben zu sagen, das sind ja gar nicht, also Deutschland kann ja sagen, sind gar nicht wir schuld, das macht natürlich die EU, ja. Das ist ja immer das schöne Spiel, Kollege kommt gleich, ich war es gar nicht. So funktioniert es ja immer, die Leute in die Irre zu führen. Nein, du hast insofern recht. Hätten wir in einer Mehrheit der europäischen Staaten eine wirklich Antiparteienkorruptionsregierung, eine demokratische Reformregierung, dann würde sich dadurch eine Form der EU realisieren lassen. Da stimme ich dir zu. Aber wenn du das sagst, Ja, aber ich ja. halte das für absolut unrealistisch, das zu erreichen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass der mächtigste Einzelweg ist, einen Dexit hinzulegen. Sagen, Deutschland tritt da aus, dann ist nur noch Frankreich alleine da, um die EU zu finanzieren, im Wesentlichen. Ja. Und bei Frankreich sieht es ja übel aus momentan. Wenn du die französische Volkswirtschaft anguckst, Halleluja, ja, Sieht's kann gut besser aus als sein. bei uns? Ja, stimmt. Okay. Ja, in vielen Eckpunkten ja. Was Verschuldung angeht und so, ich glaube 45%, das ist noch massiv über Deutschland. Aber was die Basiswerte angeht oder die Infrastruktur in Deutschland, müssen wir gar nicht streiten. Ja. Aber wir sagen, hätten wir jetzt einen Dexit, dann glaube ich, hätten wir auch eine automatische EU-Reform. Und nochmal, ich bin auch kein Gegner einer europäischen Integration. Ich war mal als Schüler ein Riesenfreund davon, dass wir offene Grenzen haben, eine Währung. Konzept fand ich super. Jetzt muss ich sagen, der Euro ist eine Katastrophe, funktioniert nicht, weg damit. Auch da abreißen und gerne neu bauen. Ja, das ist jetzt die Frage, wie man den Euro abwickelt. Ich glaube, dazu machen wir mal eine eigene Sendung. Das würde jetzt zu weit. Darüber kann man stundenlang debattieren. Du merkst das schon. Ja, du, aber noch mal. Also es hat viel Spaß gemacht. Lass uns das gerne mal fortsetzen. Jo, nochmal zum Schluss. Wir waren gerade schon bei so utopischen Sachen. Wie könnte ein idealer öffentlich-rechtlicher Rundfunk aussehen? Braucht man sowas überhaupt? Aber noch ein anderer Vorschlag. Was hältst du von Volksabstimmung, so wie es das in der Schweiz gibt? Super. Volksabstimmung finde ich super.
Aber sie sind auch kein Allheilmittel, sie sind kein Erlösermittel. Also wenn wir uns die Schweiz angucken, da gibt es mehrere Phänomene. Ich kann jetzt nicht über die Schweiz dozieren, da bin ich auch kein Experte, aber das, was ich mir angucke, da gibt es Volksabstimmungen, die werden dann komplett ignoriert von der Exekutive. Ja, die Schweizer sagen zum Teil, wir sind hier noch weniger im Parlamentarismus oftmals als die Deutschen. Wir haben eine super starke Regierung, den Bundesrat, der Bundesrat, also heißt in der Schweiz die Regierung, ist ein Kollegium von Gleichgestellten. Einer davon ist pro Jahr der Bundespräsident. Das geht wie ein Wanderpokal reihum, der hat auch nicht mehr zu sagen, der repräsentiert nur nach außen. Was der Bundesrat im Mehrheitsverfahren beschließt, das gilt dann. Und das Parlament, naja, ist kein sehr starkes Korrektiv. Und wenn der Bundesrat so ein Ergebnis einer Volksabstimmung ignoriert, dann geht die quasi unter. Ist auch wohl mehrfach vorgekommen. Also dann wiederum kann eben über das Instrument der Volksabstimmung durchaus sehr viel politische Energie freigesetzt werden. Und tatsächlich hat dann das Volk viele Dinge durchgesetzt oder verhindert. Ob es jetzt Minarettbau ist, hat man sich tierisch darüber aufgeregt, ne, dass verboten wurde, Minarette zu bauen. So, ging durch. Die Schweizer freuen sich, haben auch kein Islamismusproblem wie wir in Deutschland aktuell. Das liegt sicherlich nicht daran, dass da weniger Minarette sind, sondern auch an vielen anderen Dingen. Aber unterm Strich, glaube ich, wirken Volksabstimmungen weniger dadurch, dass sie effektiv Gesetze herbeiführen, als mehr dadurch, dass sie eine viel lebendigere Beteiligung des Bürgers an alltäglichen politischen Dingen verursachen und erzeugen. Mehr Verantwortungsgefühl und auch mehr Tendenz des Bürgers aufzustehen, zu sagen, Moment mal, was macht ihr da? Nee, ich bin hier, der den Bums bezahlt. Und das mache ich so nicht mit. Ja. Und das ist aus, nach meiner Wahrnehmung das Wesentliche, was das Schweizer Verhältnis zum Staat ausmacht. Da ist der Staat nicht eine übermächtige Instanz, sondern das ist eben ein Gemeinschaftsorgan, ja, wo man eben sagt, du beherrschst mich nicht, sondern wir verhandeln täglich neu unsere Beziehungen aus. Ja, da würde ich dir auch zustimmen. Also selbst wenn das nicht umgesetzt wird, schafft das so eine unglaublich starke demokratische Legitimation, dass sich da die Regierung zumindest zum Teil, also oder von der Opposition vor sich hergetrieben wird, wie das dann auch immer funktioniert, dass die Verhältnisse sich zumindest dann in die Richtung entwickeln, die von der Volksabstimmung intendiert wurden. Man hat das beim Brexit-Votum gesehen. So, Ja. das britische Parlament, britische Regierung hätte das nie umsetzen müssen. Letztlich hat sie es dann umgesetzt. Sie ist sogar aus dem europäischen Binnenmarkt ausgetreten. Also nicht mal, das wurde ja nicht mal abgefragt. Aber die britische Politik hat sich daran gebunden gefühlt. Das war das beherrschende Thema über die nächsten Jahre. Und da sieht man sehr gut, was Volksabstimmungen bewirken können. Jetzt völlig unabhängig, wie man inhaltlich zum Brexit steht. Also es zeigt ja, dass Volksabstimmungen eine starke Macht haben, selbst wenn sie nicht verpflichtend sind. Die So britische ist es. Regierung hätte einfach sagen können, uns egal, wir machen was anderes, haben sie aber nicht. Es ist Rechtfertigungsdruck. Es ist ganz einfach Rechtfertigungsdruck. In der Schweiz fährt so ein Bundesrat mit der S-Bahn durch Bern, ja, oder mit der Straßenbahn durch Bern, nicht mit einer schwarzen Staatskarosse. Da ist einfach eine, man kann den Schweizern vieles nachsagen, aber sie sind ja keine Luxusverächter. Also es ist ja nicht so, dass die alle in Bescheidenheit leben. Aber es gibt eben nicht dieses Maß an Überheblichkeit der Behörden. Das merkt man in der Schweiz übrigens auch, falls man da sein sollte und man mit Behörden spricht, auch im Umgang mit den Behörden. Da ist nicht diese Arroganz dem Bürger gegenüber, dass der Bürger der Bittsteller ist, der jetzt hier irgendetwas möchte. Ja, die sind jetzt auch nicht alle dein Freund, aber es herrscht ein anderer Ton in der, man merkt es eben, das Selbstverständnis schlägt sich entsprechend nieder. Es gab ja auch während der Corona-Zeit in der Schweiz üble Beispiele für Auswüchse, immer wieder, ja, gar keine Frage. Aber in der Summe muss man sagen, ist das sehr viel lebensschonender, sehr viel grundrechtsschonender alles gewesen. Und es wird sehr viel offener Kritik geübt. Ja, wir haben die großen Aufklärungskongresse jetzt in der Schweiz. In der Schweiz sagen Regierungsmitglieder, da lief einiges schief. Die Impfpflicht war einer, dieser Impfpflichtgedanke war ein Fehler im Ansatz. Die Impfstoffe, die sogenannten, sind offensichtlich ein Problem. Die sind viel weiter in der Aufarbeitung der Sache, auch in der Anti-WHO-Kampagne, die hier läuft. Übrigens Kompliment an Maßvoll, die Schweizer Initiative dagegen. Ne? Ja, ich glaube, es ist in der Schweiz sicher nicht alles gut, aber sehr vieles läuft besser. Und in Sachen Demokratie kann Deutschland gerade nur lernen. Ja, das waren schöne Worte zum Abschluss. In dem Sinne bedanke ich mich bei dir und ja, können wir gerne irgendwann mal wiederholen. Immer wieder gern. Herzlichen Dank für die Einladung. Jo, dann ciao. So. Ja, also Super. Aufnahme ist geschlossen. Cool. Du sag mal, wo bist du denn räumlich in Deutschland? Kannst du das sagen?